Das hier sind alle meine Zeitschriften, in denen ich drin war. Es sind jede Menge, die habe ich lange Zeit nicht mehr angeschaut. Und in diesen ganzen Zeitschriften war ich mal drinnen. Die habe ich natürlich aufbewahrt, weil ich damals sehr stolz drauf war, dass ich in einer Zeitschrift drinnen war. Und habe mir die natürlich alle auf Seite gesaved für die Tage, wenn ich mich daran erinnern möchte. Und ich möchte dir mal zeigen, in welchen Zeitschriften ich drin war. Und zu den einzelnen Fotos werde ich hier auf jeden Fall auch noch was erklären und auch noch ein Video darüber machen. Hier haben wir die Prachtstücke. Und ich erzähle euch mal, wie das so zustande kommt, wie man einen Fotografen kennenlernt oder in Zeitschriften reinkommt. Ich bin damals durch Connections, durch gute Freunde in Zeitschriften reingekommen. Zum Beispiel durch Samuel Bayer. Er war damals sehr bekannt, bis heute natürlich sehr bekannt. Und er hat mich oft zu Fotoshootings mitgenommen. Am Anfang wusste ich damals nicht, was sind überhaupt Fotoshooting, Fotos machen. Für mich war das damals als junger Kerl noch Neuland. Wie ihr sehen könnt, da könnt ihr Skateboard lesen, da könnt ihr Bordstein lesen. Diese ganzen Zeitschriften, die gibt es nicht mehr. Das war in meiner Zeit vor 15 Jahren circa. Ihr stellt euch natürlich die Frage, wie kommt man in so eine Zeitschrift rein? Wie werden die Fotografen aufmerksam auf dich? Ich kann dir einen guten Rat geben. Connection, 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 Connection. Und natürlich auch Contests mitfahren, dass man dein Gesicht erkennt, dass man weiß, du bist jedes Mal am Start auf diesem Turnier. Zum Beispiel COS Cups hier in Deutschland. Und da sind die ganzen Fotografen auch am Start. Und natürlich auch durch Freunde und Connections nochmal. Du musst nicht der beste Skateboardfahrer sein. Es reicht schon, wenn du gute Connection hast und etwas skaten kannst. Und die Fotografen entscheiden, ob du in die Zeitschrift reinkommst. Und natürlich auch die Produktion der Zeitschriften. Aber meistens ist der Fotograf derjenige, der entscheidet, der kommt in die Zeitschrift, der muss reinkommen, der hat Fame, der hat sich was aufgebaut oder der macht bestimmte krasse Tricks. Und früher war das genau so. Samuel, du hast zum Beispiel ein Foto in der neuen Bordstein. Schnell zum Hauptbahnhof. Wir sind meistens vom Hauptbahnhof immer direkt nach Köln gefahren, in die verschiedenen Städte gefahren und haben uns vor dem Zug immer beim Kiosk getroffen und haben uns eine Zeitschrift gekauft, wo Samuel drin war, wo ich drin war oder andere Homies. Und das war Hammer, ne? Es gab damals kein Instagram. Oder auch zum Beispiel hier in Zeitungen, kann ich euch auch mal zeigen. Das Skateboard erobert den Pausenhof der Hauptschule Drimborn. Ja, da bin ich bis heute noch, meine Schüler am Unterrichten. Und da hat mich, ich will euch genau sagen, die Aachener Zeitung war das. Ja, die Aachener Zeitung. Und hier mein Design, meine Boards. Das werde ich auch noch ausführlich ein Video drüber machen. Ja, und wenn man so Zeitschriften drin ist oder in Zeitungen von deiner Region, ist man natürlich sehr, sehr stolz drauf, dass du es geschafft hast, mit einem Skateboard an Schulen zu unterrichten, in Zeitschriften drin zu sein. Und das finde ich super, super schöne Erinnerung. Wenn ich mal älter bin und mir das angucke, wird mir das natürlich noch mehr gefallen und wird das noch mehr feiern. Ja, das ist auf jeden Fall hier meine Zeitschriftecke. Und wir gehen, wie gesagt, alle Zeitschriften durch, meine Interviews. Wir gehen alles wirklich durch. Ich mache über jedes Foto, über jedes Interview werde ich drüber sprechen, damit du auch verstehst, wie das zustande gekommen ist. Zum Beispiel mit diesem K-Grant hier in der Bank, an der oberen Lehne. Alles hat eine Geschichte. Auch die Sequence hier, Kickflip, Normaluhr Aachen, der war auch sehr, sehr krass und nice. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und das werde ich euch hier, meine King Ledge, meine berühmte in Aachen-Brand, an meiner Skateboard-Schule, wo ich angefangen habe, damals selber zu skaten. Für mich war das wie eine Schule von Tony Hawk und so habe ich die auch geskatet. Aber wie gesagt, wir lesen alles gemeinsam durch, erkläre euch alles in den nächsten Videos. Erstmal wollte ich euch sagen, dass es heutzutage auch noch möglich ist, in Zeitschriften reinzukommen. Die meisten Firmen machen jetzt vieles über Instagram,
Aber es gibt noch viele Zeitschriften, die kennt ihr. Ich möchte auch keine Namen nennen jetzt über irgendeine Zeitschrift. Es gibt gute Zeitschriften. Manche Fotografen davon kenne ich auch persönlich. Oder wie heutzutage bei Instagram, Barrix, Skate Crunch Mac, Treasure Mac. Und die wollen natürlich was posten für dich. Das ist ja auch wie eine Art Zeitschrift, nur digital. Die posten dich, wenn du was Krasses lieferst. Ein krasser Trick oder was ganz Neues, was ein Skateboardfahrer noch nie gemacht hat. Oder was Kreatives. Und das möchten die ganzen Firmen gerne in ihrer Seite haben, auf ihrer Seite haben. Und so wirst du auch gepostet von denen, wenn du die markierst oder verlinkst. Das ist sehr, sehr wichtig heutzutage bei Instagram. Ich muss auch sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Zeitschriften, oft habe ich Fotos gemacht, wo ich gedacht habe, boah, das wird ein Coverfoto. Das heißt, ein Coverfoto, da bist du ganz vorne drauf. Wenn du ganz vorne drauf bist, ist das schon richtig, richtig nice. Wie zum Beispiel hier, wo mein Name ganz vorne drauf steht. Darius Kschiminski. Hier, zack, zack, zack. Darauf war ich sehr stolz, dass mein Name ganz, ganz vorne steht. Sei auch nicht enttäuscht, wenn du Fotos mit einem Fotografen schießt und die kommen nicht in die Zeitschrift rein. Ich hatte oft dieses Gefühl, hey, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich mache gar keine Fotos mehr, ich dränge mich an, die kommen nicht rein. Oft die Redaktion entscheidet auch, ob die Fotos reinkommen, ob die reinpassen. Ich habe damals echt krasse Fotos gemacht, wo ich dachte, das ist ein Cover-Foto, Cover-Shot für die Titelseite. Und es kam nicht mal rein. Da war ich natürlich auch sehr traurig drüber. Aber es gehört dazu. Genauso ist das auch mit dem Videomaterial. Damals haben mich Freunde viel gefilmt. Und das Material habe ich nie bekommen. Deswegen kann ich euch auch empfehlen, mach deine eigenen Fotos, deine eigenen Videoaufnahmen für die Erinnerung, für dich. Weil du musst nicht immer hoffen, dass deine Fotos dann in die Zeitschrift reinkommen, wie es bei mir war. Also ich kann mich an manche Fotos erinnern, die echt krass waren und die niemals in diesen Zeitschriften aufgetaucht sind. Deswegen, es ist schwer, man braucht Connections. Wichtig ist halt, um in eine Zeitschrift reinzukommen, du musst dich zeigen. Ich bin damals sehr viele Turniere gefahren, war sehr viel unterwegs in Köln, in Düsseldorf, eigentlich täglich unterwegs. So habe ich die ganzen Fotografen kennengelernt und durch Connections, wie Samuel Bayer zum Beispiel, durch andere Skateboardfahrer bekommst du andere Möglichkeiten und andere Türen stehen dir offen, wie zum Beispiel Zeitschriften in meinem Fall. Auf jeden Fall ist es möglich, du musst dich zeigen, fahr jeden Contest mit in deiner Umgebung und vor allem den COS Cup hier in Deutschland, fahr den mit. Da sind die meisten Fotografen, wie der Gensch zum Beispiel, er ist immer auf den COS Cup. Und dort kann man sich Connections aufbauen, mit denen reden und auch die Tricks zeigen. Und wer weiß, vielleicht wirst du in der Zukunft irgendwann in einer aktuellen Zeitschrift sein. Das sind jetzt natürlich ältere. Warst du schon mal in einer Zeitschrift drin? Wie zum Beispiel in der Skateboard, in der Bordstein oder in einer Zeitung aus deiner Region? Dann schreib das unten in die Kommentare. Mich interessiert sehr. Ich würde mich sehr darüber freuen, welches Magazin ihr auch damals gut gefunden habt. Zum Beispiel die Skateboard oder die Bordstein. Das waren so meine Favorites damals. Oder Limited Skateboard. Das war das Video, wie man in eine Zeitschrift reinkommen kann. Was es für Möglichkeiten gibt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Abonnier meinen Kanal, so wirst du nichts mehr verpassen. In den nächsten Videos wird es kommen, wie ich über die Fotos in den Zeitschriften drüber rede. Wir gehen jede Zeitschrift durch. Da kannst du auch mal sehen, was ich für Tricks in der Zeitschrift drin hatte. Und wie der Tag auch war. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Vergiss nicht, don't wait, go skate.